LDK entschieden worden? Ja, also ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass dieser Antrag hier bei der LDK in Emstetten im Münsterland entschieden worden ist. Im Münsterland, das ist deshalb so wichtig, weil hier die Kreisverbände ganz besonders von dieser Problematik unkonventionelles Erdgas betroffen sind. Und das Ganze läuft eigentlich im Moment alles sehr, sehr noch im Dunkeln, im Unklaren ab. Also es gibt keine klaren Regelungen. Wir haben ein viel zu altes Bergrecht und vor allen Dingen läuft das alles total intransparent ab. Die Unternehmen arbeiten da auch nicht offen. Und wir wollten mit diesem Antrag eigentlich ein starkes Votum dagegen setzen, indem wir sagen, wir brauchen dringend Aufklärung, was das eigentlich genau für Fördermethoden sind, welche Chemikalien da eingesetzt werden, wie steht es dabei mit dem Gewässerschutz, wie kann die transparent gewährleistet werden und so weiter. Und die LDK hat also mit dem Antrag auch anerkannt, dass uns die Risiken bei der unkonventionellen Erdgasförderung einfach viel zu hoch sind im Verhältnis zu dem möglichen Nutzen, der daraus entstehen kann. Also ich glaube, man kann resümieren, dass wir diese unkonventionelle Erdgasförderung, so wie sie zurzeit stattfindet, ablehnen. Einfach, weil es auch zu Lasten des Ausbaus der erneuerbaren Energien gehen würde, wenn man eine neue zusätzliche fossile Quelle erschließt. Und das lohnt nicht, das zerstört die Umwelt, es macht die Leute krank, wenn sie mit diesen Chemikalien in Berührung kommen. Und da hat die LDK gestern ein starkes Zeichen dagegen gesetzt. Das passiert jetzt von grüner Parteiseite aus quasi. Was passiert denn von Regierungsseite, von Fraktionsseite da bisher? Ja, die Landtagsfraktion, die hat das Thema ja erst sozusagen auf die Tagesordnung gebracht. Also das war nochmal ganz wichtig, dass das auch nochmal rauskam, auch in der Debatte, dass wir Grüne im Land, jetzt auch in der Landesregierung an dem Thema nochmal ganz stark arbeiten. Und das, was wir jetzt tun müssen, ist natürlich, weil wir da sehr von der bundespolitischen Gesetzgebung abhängig sind, unsere Möglichkeiten im Bundesrat zu nutzen und im Bundesrat uns dafür stark zu machen, dass wir ein modernes Bergrecht bekommen, dass solche Dinge wie Umweltverträglichkeitsprüfung obligatorisch sind, dass Bürgerinnenbeteiligung obligatorisch wird, einfach so wie wir das von jedem Bebauungsplan kennen, von jedem Planverfahren kennen, so muss das im Bergrecht auch geregelt sein. Und dann haben wir hier in NRW auch die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, zu sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht und wir gehen damit transparent um. Und die Möglichkeit haben wir zurzeit nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das über die Landesregierung, wo wir eine starke grüne Beteiligung haben, dass wir das da auch hinbekommen. Super, vielen Dank. Alles klar, Ben.